Ja, ich habe ihn beleidigt. Ich habe ihn erstens beleidigt, ne? Sage ich euch ehrlich. Ich habe ihn beleidigt wegen Dude, weil Dude mir gesagt mal, ja. Alles, was Hallo? gerade passiert ist und so, ne? Dieser Stress und so, was gerade passiert ist, alles wegen Dude. Man kennt ihr nicht mehr richtig oder seid ihr behindert oder was ist mit euch? Der hat zwischen Stimmt. uns Fitner gemacht, uns schlecht geredet gegenseitig die ganze Zeit. Der hat Umut, sich was habe über ich den dir aber Schuss gesagt? gehalten. Nochmal? Was habe ich dir gesagt, Umut? Arafat, Bruderherz, das ging nicht mehr. Der hat zu viel gesagt, zu viel Ehre, zu viel Stolz und so. Du hast keine Ehre, du hast keinen Stolz. Papari. Zeig mir dein Gesicht. Andere Seite. Was denn? Zeig andere Seite. Habari, ist nichts passiert. Wallah, ist nichts passiert. Nicht, dass du denkst, ich habe kassiert oder so. Wallah, erzähl die Wahrheit. Erzähl doch. Erzähl die Wahrheit, Wallah. Was soll ich erzählen? Der hat mich wie eine Katze gekratzt hier. Guck mal. Nein, ich schwöre nicht gekratzt. Wallah, Papari, ich erzähl dir die Wahrheit, ne? Kann sein, dass er Stecker ist, eins gegen eins, ne? Ich gebe zu. Aber ich schwöre auf alles, Papari. Wallah hat mir, einen hat er mir gegeben. Wallah, wieder, ich lag dann so, habe ich ihn hier gepackt. Wallah, wieder habe ich versucht, dann zu geben. Ich schwöre auf alles. Wallah, Papari, denk nicht, Habe ich eine bin Frage nicht. an euch. Ich habe euch eine Frage an euch. Habt ihr euch jetzt gegenseitig gegeben? Seid ihr zufrieden? Also ich habe ihm auf jeden Fall mehr gegeben als er mir. Das spielt Ja. keine Rolle. Wir machen hier keine Eierverlängerung. Ja. Habt ihr euch jetzt gegenseitig gegeben? Hat sich der Weg nach Hannover gelohnt? Also für mich schon. Ich habe eine Entschuldigung bekommen, was ich haben wollte unbedingt. Der hat mir in die Augen geschaut und hat sich entschuldigt. Wisst ihr was? Dann könnt ihr euch nächste Woche den Weg machen nach Berlin. Dann. Alles weitere in Berlin dann, weil ihr so zwei Männer seid. Was sollen wir in Wallah, ich Berlin komme. machen? Wallah, Papa, ich komme. Wallah. Ich komme auch, aber was sollen wir da machen? Dann will ich sehen, wie ihr euch beide schlägt. Ihr könnt doch, jetzt seid ihr ja Freunde, ihr könnt ja Sparring jetzt machen, Wallah, oder? wir kommen. Beide nach Berlin gehen wir. Ja, okay. Mann, bist. Wallah. Tom, gib dein Wort, dass du kommst. Wallah, ich komme. Freitag, ne, Komm. Papari? Wallah, ich komme. Okay. Nächste Woche, nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche Freitag oder Samstag? Nein, nein, nächste Woche sind wir in NRW mit Barello, aber ey, bist du jetzt wirklich nach Hannover gefahren? Ist das jetzt. Bin hier. Und wie wusstest du, wo er wohnt? Wie bist du reingekommen? Ja, ich habe schon seine Adresse gehabt schon. Vor ein paar Monaten schon gehabt. Dudi oder jemand hat ihm erzählt, wo ich wohne. Ich schwöre. Er hat die Tür leicht aufgemacht, der Rest war Kinderspiel. Aber seine Familie lebt doch da. Bin alleine. Lebst du alleine? Ich bin meistens alleine, ja. Der Typ hat eh keinen. Ne, ich meine so, den interessiert eh, ob ich mit Familie wohne oder so, ja, den interessiert nichts, Wallah. Das hätte mich bis irgendwann schon interessiert, aber ab irgendwann. Der hat mich auch verarscht hier in der Stadt. Der kommt dahin, kommt da. Ich gehe, der geht immer irgendwo anders hin. Ich habe, glaube ich, 3 Kilometer bin ich gelaufen, glaube ich. In Berlin klären wir das, Papa. Ich bin sprachlos. Spaß bei sehr, ist das jetzt wirklich euer Ernst? Jetzt habt ihr euch geschlagen und jetzt seid ihr wieder cool miteinander? Jetzt habt ihr euch geschlagen und jetzt seid ihr wieder cool miteinander? Ja, cool, ich habe eine Entschuldigung bekommen und wenn wir das weiter klären sollen, dann Wir klären wir haben in uns nicht Berlin. geschlagen. Warum hast du ein blaues Auge, wenn du, oder ein rotes Auge? Habe ich nicht. Sag doch die Wahrheit wenigstens. Ja, was denn? Habe ich dir keine gegeben. Habe ich nicht gescheit getroffen. Er sagt, warum ich habe dir gar keine gegeben? Du hast Sorry. mir auch natürlich. Du hast mich hier gepackt so, aber schau Aber mal dein was? Auge an. Ich spiele keine Rolle, Wallah. Weißt du, wer hier jetzt noch fehlt? Kurdibo. Wo ist Kurdibo? Deine Rose. Ich weiß nicht, ja, Wallah. Der hat ein rotes Auge und sagt, bitte jeder eine Rose. Du hast doch wohl dann nicht alle Tassen im Schrank, Alter.
Aber Umut. Ja. Charla, wenn du nächste Woche in Berlin bist, kannst du dir aussuchen, welches Ohr ich dir langziehe, rechts oder links? Ich werde da sein, auf jeden Fall. Garantie wird ein Ohr lang gezogen, weil ich habe dir gesagt, du sollst nicht hinfahren. Aber darüber will ich jetzt nicht hier mit dir sprechen. Es war einfach zu viel, Charla, ja. danke, Ich mach's musste gut. es riskieren, von dir Ärger zu bekommen oder so. Hallo. Ja. Sogar mit rotem Auge bist du am Betteln? Wallah, ja, die Lage ist ernst, der bettelt immer noch. Aber in der Kamera hat er Herzlichen sich schon Dank. gut entschuldigt, wir haben Khair gemacht. Wir wollten einfach nur kurz vor die Leute. Aber ihr streitet euch, ihr beißt euch, ihr vergiftet euch. Und dann kommt ihr live in die Kamera? Ja, also keine Ahnung, er wollte, dass wir das auch im Live so klären und dies und das. Ich muss Ibo mit reinholen. Ich kann das nicht glauben. Ach so. Brich Match ab. Das soll reinkommen. Ist Ibo live geworden? Ja. Ibo ist gar nicht live. Leute, auf Umut BXNG auf Insta könnt ihr das ganze Video anschauen. Aber warum musst du so ein Video jetzt posten? Ist halt so. Ach, was postest du? Mein Video. Was für ein Video denn? Papari, sag ihm bitte, soll löschen. Wallah, wenn er Respekt vor dir hat. Umut. Das löschst du wirklich, aber jetzt ja, okay? Darüber brauchen wir nicht reden. Ich habe dir gesagt, ihr kommt nach Berlin, alles Rest klären wir da, aber fang keine Videos an zu machen. Okay, Umut? Wir reden privat dann, inshallah. Okay, Umut. Wir reden privat, inshallah. Ich mach gleich privat richtig hier. Ja, okay. Keine Videos, tamam? Der ist nicht da. Wer ist live bei euch? Keiner. Ich Umut, bin. hast du jetzt Spaß beiseite? Hast du Video hochgeladen? Er hat nicht, glaube ich. Hast du auf Insta gepostet? Ich beende das. Warte. Beendet. Die sind nicht da. Ach, mir danke. Okay. Dreimal die Band wirklich. Der Typ hat sich alle Tasten geschenkt. Die haben sich gekloppt und da ist er dreimal Tippmann. Papari, wann sollen wir nach Berlin kommen? Ich schreibe euch das privat. Aber ihr kommt nächste Woche. Umut, ich habe eine Frage an dich. Wohin gehst du jetzt eigentlich? Wieder zurück. Du fährst jetzt wieder zurück. Es muss das sein. Umut, hier schreibt, ihr habt Insta. Wenn du was gepostet hast, Umut, dann. Umut BXNG auf Insta. Alime, Mo, danke Wie fürs lange Sprechen. bist du gefahren, werde ich fahren? Und du hast vorhin gesagt, wir haben ihn gepackt. Wer ist denn wir? Ich, nur ich. Ah. Wallah, Papa Ari. Wallah, wallah, wallah. Der war nicht alleine. Der Typ, der aufgenommen hat, hat mitgemacht. Hat er dich Nice. einfach angefasst, Alter? Nein, aber trotzdem, wenn zwei Leute da sind, sind zwei Leute, oder nicht? 100%. War ganz alleine da. Also, ich dachte, du bist ein Mann, du fährst alleine hin. Ich bin auch alleine. Jemand aus Hannover hat mich abgeholt. Ah. Soll ich hier rumrennen hinter Barello? Oder fällt Wenn er du in mir? Berlin bist, werde ich auch jemand in Berlin abholen. Ist Bring- und Hol-Service bei uns. Mal gucken, wo wir dein Bart dann kleben.
Ich kann das hören. Du bist bei ihnen zu Hause? Du gehst bei ihnen nach Hause, du greifst ihn an. Und dann bist du mit ihnen live? Ich wollte nur für Entschuldigung da sein. Eigentlich wollte ich auch gleich wieder gehen. Wer soll sich entschuldigen? Barello soll sich jetzt bei dir entschuldigen? Er hat schon entschuldigt. Im Live. Ich habe. Der hat zu mir Ich ehrenlos habe. gesagt, er hat zu mir Flasche gesagt, ja, nee, ich, wenn Nein, ich nein. Ich habe. Entschuldigung verdient habe, Hör weiß ich doch auch mal kurz nicht. zu, bitte. Ich habe gesagt, Papa Ari, Wallah, ich habe gesagt, wir haben Khair gemacht, ne? Nicht Entschuldigung, wie du denkst, ich bin irgendein Lachnummer. Papa Ari, Wallah, wir Du hast haben. dich einfach vor live entschuldigt, du hast kein Entschuldigungsvideo gemacht. Du hast einfach, wir haben Khair gemacht. So. Ja, aber was meinst du mit Ja, hast Entschuldigungs? du dich nicht entschuldigt bei mir? Ja, wegen dieser, keine Ehre, kein Stolz, Ja, kein hast du dich Nachruf. entschuldigt, passt. Ich Danke an Ihnen fürs Folgen, Leute. Ja, Wallah. Ich küsse Ihnen Herz an euch. Beendest du nach dem Match, wenn Danke, ich danke. gehe Dann gehst du. da? Ich bin nicht hier und Du irgendwie. kommst und greifst ihn an. Und er soll den Match beenden, dass er dich noch verabschieden soll. Er soll auf dem Matchende warten dann, wenn er irgendwie sein Ding machen will. Nein, nein, warum jetzt nicht? Egal, inshallah, wir klären das nächste Woche. Inshallah. Und Baru, du hast dich entschuldigt? Nein. Ich habe Kriege gemacht mit ihm. Khair ist immer gut. Naja, wir haben Kriege gemacht. Mit Barello haben wir Kriege gemacht. Es kann sein, dass du im Recht warst, Umut. Nächste Woche machen wir noch mehr. Guck mal, es kann sein, dass du im Recht warst, Umut. Aber dein Recht ist weg. Weißt du wann? Seit du zu ihm nach Hause gekommen bist. Voila. Ich bin zuerst nicht zu ihm nach Hause. Ich habe ihn draußen gesucht. Der ist nicht gekommen. Der hat mich verarscht die ganze Zeit. Hat mich überall hingeschickt. Ich bin rumgelaufen, habe ihn nicht gefunden. Am Ende bin ich hergekommen. Ganz am Ende. Hallo? Ich war drei Orte, vier Orte, Ja, Papa. wo der gesagt hat. Umut, halt mal deine Fresse jetzt langsam. Du regst mich richtig auf. Aber nicht, ich will hier nicht reden. Nächste Woche bist du in Berlin. Barello, ich glaube, du sollst in der Nähe von Berlin umziehen. Walla, ja. Walla, am besten, Papa, ja. Am besten, da mache ich Ansage an ihn. Dann zeige ich. Hallo, hallo, keine Ansagen. Wenn du Ansagen machst, ziehe ich dir gleich deine Ohren lang. Nein, ich meine an diese Leute, die zu mir nach Hause kommen. Ja, Walla, weil das ist nicht das erste Mal, dass Leute zu mir nach Hause kommen. Stell dir vor, meine Mutter wäre hier, Walla. Das ist Hype, ja. Aber es ist auch sehr, sehr Hype, dass du Ansagen an Leute machst, die es nicht wollen. Geht jetzt Umut? Ja, gehst du. Bleib live und schmeiß ihn raus, dann komm. Okay, Papa, ich komme gleich live, okay? Aber ganz ehrlich, wenn ich so tief, tief überlege, ich kann Umut ein bisschen verstehen. Alles, was er gemacht hat, ist okay, aber nach Hause war falsch, Umut. Ja, das hätte nicht sein müssen. Wie gesagt, der hat mich die ganze Zeit irgendwo anders hingeführt. Ist egal, aber nicht nach Hause. Du hast recht, Ehre, Stolz, hast du komplett recht. Aber der Rest, Umut. Aber weißt du was? Nächste Woche. Nächste Woche. Papari, nächste Woche nach Berlin kommen wir. Inshallah. Inshallah. Wir hören uns, okay? Inshallah. Ciao, Papari. Inshallah. Ciao. Leute, drückt alle auf Plus, folgt mir durch, die nicht gefolgt haben. Folgt mir durch, die nicht gefolgt haben. Drückt alle auf Plus, Leute. Außerdem danke, danke an ihn. Leute, unternehmen danke, danke an ihn. Oder? Warte. Warte, bis er geht. Wallah, Papa Ari, guck mal, ne? Ich schwöre auf alles, ich schwöre auf alles. Erstens, ich hatte keine Angst. Wallah, deswegen habe ich die Tür aufgemacht. Zweitens, Papa Ari, wir müssen nach Berlin. Bei Allah, Papa Ari, du musst uns Wallah. Was? Du musst uns rechenschaftlich ziehen. Einmal. Er wird zu rechenschaftlich gezogen.
Weil er kommt zu mir nach Hause. Ich schwöre auf alles. Guck mal, er hat mit allen recht, aber nach Hause ist tabu. Das ist ein Pflaster, was rot ist und bleibt rot. Wallah, ist ja nicht so, dass er mir irgendwas angetan hat oder so. Ja, Wallah. Es geht nicht darum, man. Ganz ehrlich, hätte er dich draußen gesehen, hättest du schon ein paar kassiert, was du alles ihm gesagt hast. Aber nach Hause, verdient hast du es, aber nicht zu Hause. Nein. Was habe ich denn verdient? Er hat mir nichts angetan. Ich schwöre. Zeig mal noch deine Seite. Das ist Kratzer, genau wie ich bei ihm gemacht habe. Wallah. Jungs, das geht zu weit. Wallah. Das Barrel kassiert, nicht. Eli, was sagst du dazu? Warum tut ihr meine Ex-Freundin rein? Barello, ich will eine weibliche Meinung hören. Was denn? Was sagst du dazu, was gerade passiert ist? Was ist denn passiert? Ich habe das gar nicht. Ich habe mitbekommen, dass Umut gekommen ist. Also, in letzter Zeit hat Barello, was passiert? Übertrieben und hat ihn schon beleidigt. Dann ist Umut zu ihm nach Hause gegangen und hat ihn, keine Ahnung, ob er kassiert hat oder nicht kassiert oder sich gegenseitig kassiert haben. Was sagst du dazu, Arafat? Meine Meinung? Ja. Nach Hause kommen ist ein Tabu. Wirklich Tabu, Tabu. Barello, geht's dir gut? Ja, dir? Alles gut? Ja, dir. Hast du auch? Was? Hast du auch Fäuste gegeben? Oder hast du nur kassiert? Natürlich. Umut, Wissig, ja Nidjes, ja Mann, ja Arzt. Ich lasse dich auf Flasche sitzen. Barello. Ich lasse dich auf Flasche sitzen, Umut. Nein. Barello. Papare. Barello hat gekratzt. Ich habe Umut hier ein paar Kratzer gesehen. Hast du auch Haare und so gezogen, Barello? Nee, er hat Bart gezogen bei Umut. So. Ja, gute Besserung. Er sieht echt schlimm aus. Ich lasse Umut auf Flasche sitzen. Rede nicht so. Er ist jetzt weg. Kümmer zu, rede nicht so jetzt. Nächste Woche, du bist doch in Berlin mit ihm. Ja. Wir gehen hoch, du weißt wo. Dann kannst du deine Wut ablassen. Bitte, Papari, tu seine Hände hinterm Rücken irgendwo fesseln und so. Und dann zeige ich ihn. Du willst, dass man ihn fesselt, dann willst du ihn schlagen. Ja, du bist ja ein ganz Schlauer. Aber Arafat, du würdest sowas doch gar nicht zulassen, oder? Du bist doch so hier mit für Gleichberechtigung, ne? 100%. Also so, ich kenne dich zwar nicht lange, aber so kommst du mir auf jeden Fall rüber. Du meinst wirklich, ich würde Umut fesseln, dass er ihn schlägt? Sag mal, geht's dir noch ganz gut? Aber, was ich jetzt aus deinen Gehirnzellen erfahren habe gerade, hast du ein Faible für Umut? Ich? Ja. Nein, Barello tut mir nur leid. Du hast ihn gerade wie bitte? Er hat gesagt, ich soll Umut fesseln und Barello soll ihn schlagen. Und dann kamst du auf Gleichberechtigung. Ja, ja, sowas geht nicht. Aha, auch wenn Umut sagen würde, hier Barello fesseln, ja, ich würde genau das Gleiche sagen. Ist doch egal, ist okay, alles gut. Arafat. Du wurdest erwischt. Assalamu alaikum. Leute, folgt mir durch, die nicht gefolgt haben. Drückt alle auf Plus. Abgepostet. Es gibt keine Videos, Leute. Wallah. Wallah, labert scheiße, Leute, ja? Wallah, es gibt keine Videos. Ich muss offline, ja? Meine Mutter kommt gleich, wallah. Ich muss Tür aufmachen. Okay, dann mach ein bisschen Gesicht putzen, meine Mutter das nicht sieht, weißt du? Sie wird ein bisschen schade haben. Man sieht doch nichts. Ja, ein bisschen sieht man schon. Barello, zeig mal, ich will mal gucken. Ey, Barello, zieh dein Hoodie aus. Zeig dein Muskelschiff, wenn sie kommt und sagt, du hast trainiert. Und du hast so viele Liegestützen gemacht, dass du auf einmal keine Kraft mehr hast und bist auf die Seite gefallen. Ja, man sieht doch nichts.
Er hat mir nichts angetan, ich schwöre. Doch, hier ein bisschen, hier. Ja, er hat gekratzt ein bisschen, ich schwöre. Er denkt auch, der ist, keine Ahnung was, wallah, er macht den zu Conor McGregor. Zu wem? Conor McGregor. Conor McGregor. Conor McGregor. Gute Besserung, Barello. Okay, ich geh offline, ne, Papari? Abi, Barello. Ciao. Ciao, Elif, ciao, Magomed. Leute, denkt nicht, alles, was ihr hört, was, ja, glaub, Leute, guck mal, ich habe natürlich ein bisschen übertrieben mit dieser Ansage und so, ne, aber ich bin der Ansagen verteilt, Leute, ja, und ich schau auf alles, hat ich mich geschlagen. Wallah, Billa, Leute, ich schwör's euch, Leute, er ist zu mir nach Hause gekommen, Leute, ja. Genau wie Omar früher, Leute. Und sowas macht man nicht, Leute. Ja, Wallah, stellt euch vor, meine Mutter wäre hier, ja? Wallah, sowas macht man nicht, ja? Aber Leute, es kommt noch, Leute, Wallah. Wartet, bis ich Berlin gehe. Gegen Barali, ihr seid Kings, ich liebe euch. Drückt alle auf Plus, Leute. Folgt durch, die nicht gefolgt haben. Alle auf Plus drücken, Leute. Ich komme gleich direkt live, Leute. Ich mach nur kurz die Tür auf. Das heißt kurz, Leute, ja? Vielleicht halbe Stunde bin ich wieder da. Ich gehe duschen.